ich bin Krankenschwester geworden, ich bin Notärztin geworden, Putzfrau zu Hause war ich ja sowieso und stand an diesem Pflegebett, konnte nicht mehr erwerbsarbeiten. Wenn du in einer Leistungsgesellschaft irgendwie keinen Mehrwert für, sag ich jetzt mal, das Kapital produzierst, bist du nichts wert, bist du wertlos. Ja. Und dann hast du gesagt, musst du das Kind immer abholen? Weil die Fragestellung war, musst du das machen? Und das ist nicht mein Punkt, weil ich will das machen. Bei unter anderem treffen drei Gästinnen mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander. In jeder Runde wird diskutiert, es werden Quizfragen beantwortet und am Ende gibt es eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Wer sich in die Argumente seiner Mitspielenden am besten hineinversetzt, hat die Chance auf den Sieg und gewinnt am Ende eine Minute Redezeit und einen warmen Regen voller Komplimente. Los geht's! Unser Thema heute: Ist Care-Arbeit Arbeit? Heute spielen mit: Ich bin Mareike Kaiser und arbeite als Journalistin und Autorin zu Gerechtigkeitsfragen. Zum Beispiel, wer macht eigentlich wie viel Care-Arbeit und warum? Care-Arbeit wird ja vor allem unsichtbar verrichtet und ich glaube, dass es total wichtig ist, dafür Sichtbarkeit zu schaffen. Care-Arbeit ist Arbeit, weil sie mit uns und unseren Körpern genau das Gleiche macht wie Erwerbsarbeit, zum Beispiel den Körper oder die Psyche kaputt. Die Autorin Silvia Federici sagt, sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit und dem kann ich mich nur anschließen. Essen machen, Menschen pflegen, die Wohnung putzen, all das ist auch Erwerbsarbeit, die meistens bezahlt wird. Bei der Care-Arbeit macht man genau das Gleiche, nur oft ohne Geld. Ich bin Matthäa Medet, ich bin Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Sorgearbeit ist nicht gerecht und sie wird auch niemals gerecht werden, solange wir in einer patriarchalen Welt leben. Care-Arbeit ist auch Arbeit, wenn sie auch nicht bezahlt wird. Und desto niedriger die Sorgearbeit bezahlt ist, desto eher finden wir dort Menschen, die außerhalb des gesellschaftlich normierten Kreises leben. Mein Name ist Ann-Kathrin Helge, ich bin Mama, Ehefrau und Unternehmerin. Ich bin der Meinung, dass Care-Arbeit eine viel größere Bühne braucht, auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, vor allem aber auch im privaten Umfeld eines jeden Menschen. Eltern werden, Mutter werden, war für mich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, sodass ich mich auch bewusst dafür entschieden habe, das Thema Care-Arbeit in meinen Alltag sozusagen zu integrieren. Ich würde mich schon als Feministin bezeichnen. Ich denke, man kann den Feminismus immer schnell mit sehr radikalen Punkten in Verbindung bringen. Und da würde ich mich freuen und würde mir wünschen, wenn das Ganze ein bisschen sanfter behandelt werden würde, sodass ich denke, ich darf Feministin sein und trotzdem ein ganz traditionelles Rollenbild als Mama leben. Care-Arbeit bedeutet für mich die Basis unserer Gesellschaft. Umso wichtiger, dass nicht nur gesellschaftlich und politisch wertgeschätzt wird, was Care-Arbeitende leisten, oder mindestens genauso wichtig ist auch die Wertschätzung aus den eigenen Reihen. Wir starten in die erste Runde. Der Tisch entscheidet, wer die erste Frage vorliest und entscheiden darf, wer die Diskussion startet. Okay, seid ihr bereit? Let's go! Yo. Ist Care-Arbeit gerecht? Also ich bin tatsächlich geteilter Meinung, weil ich der Meinung bin, dass Care-Arbeit aus meinem Kontext sozusagen eine bewusste Entscheidung ist. Wenn man zum Beispiel sich dafür entscheidet, dass man Eltern werden möchte, dann trifft man eine bewusste Entscheidung. Und dementsprechend anhand dieser Entscheidung ist es politisch und gesellschaftlich nicht gerecht. Mhm. Also die Frage war ja, ist Care-Arbeit gerecht? Mhm. Mhm. Und das verstehe ich so. Also jetzt wörtlich übersetzt, ist Fürsorge für andere Menschen gerecht. Dass es Care-Arbeit gibt, ist der innerste Kern von Menschlichkeit und deswegen auch gut und auch gerecht. Und manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen. Ne? Du hast jetzt gesagt, das ist eine Entscheidung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenlebe und der erkrankt zum Beispiel an Krebs, dann habe ich mich ja nicht dafür entschieden, dass ich den zum Beispiel pflegen muss oder auch vielleicht möchte. Von daher kann man das, glaube ich, nicht immer so sagen, dass das eine freie Entscheidung ist, Care-Arbeit zu leisten. Deswegen habe ich ganz bewusst auch gesagt, die Entscheidung, Eltern zu werden. Also das habe ich jetzt aus meiner Sicht sozusagen als Mutter gesagt. Bin komplett bei dir. Und auch eine bewusste Entscheidung, Eltern zu werden, ist natürlich damit verbunden, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass Eltern werden in den meisten Fällen eine bewusste Entscheidung sein sollte.
Genau, und gleichzeitig wird man ja Eltern in einer Gesellschaft, die Dinge vorgaukelt, die so nicht sind. Ne? Also das man stimmt, denkt so, ja. Das Kind kommt nicht behindert und gesund zur Welt, absolut. Heteronormativ, weiß, der Papa ist da, die Mama ist da. Und so ist es ja in der Realität nicht. Ich gehe da bei dir nicht mit, das ist keine freie Entscheidung. Also ich glaube, dass Care-Arbeit grundsätzlich von sich aus komplett ungerecht ist, weil solange wir in einer patriarchalen Welt leben, die daraus besteht, dass man andere Menschen unterdrückt, ausbeutet, das heißt, unsere Gesellschaft, so wie sie ist, kann nur bestehen, indem man andere ausbeutet und unterdrückt. Also solange wir in einer patriarchalen Welt leben, wird Care-Arbeit niemals gerecht sein. Also gerecht aufgeteilt, meinst du? Gerecht aufgeteilt, ja. Also genau, aber dass man sich umeinander kümmert, ist ja Das sollte eigentlich das Nonplusultra sein. Also Care-Arbeit ist ja auch sehr eng mit, sage ich jetzt mal, feministischen Themen und auch Migrationsthemen miteinander verbunden. Und ich glaube auch nicht, dass wir in der patriarchalen Welt jemals so etwas wie Feminismus oder eine wirkliche Diversität haben, sondern immer nur die Performance dessen. Diversität und Feminismus findet immer nur in Bubble statt. Und da kann Care-Arbeit, glaube ich, gerecht aufgeteilt werden, wenn man in empowerten Haushalten vielleicht zusammenwohnt. Aber wo gibt's das denn schon? Dann würde ich auch noch weitergehen, dass das dann natürlich auch ganz eng mit dem Kapitalismus verbunden ist. Und weil du eben von Ausbeutung gesprochen hast, das basiert ja eben darauf. Und ich glaube auch, dass beides eben nicht ohne einander geht. Und da ist Care-Arbeit einfach ein ganz wichtiger Punkt, der ganz oft vergessen wird, weil ja diese ganze Arbeit, bei der es um Geld und Profit geht, die eben mehrheitlich von weißen heterosexuellen Cis-Männern gemacht wird, darauf basiert, auf der Ausbeutung von nicht weißen heterosexuellen Cis-Männern, zum Beispiel migrantischen Frauen. Also ich glaube, dass das Patriarchat nicht nur Männer sind, das sind auch diese ganzen Girlbosses etc. etc., weil das Patriarchat ist eher ein System und nicht ein Geschlecht. Und ich beobachte, wie jetzt immer mehr Frauen total patriarchale Strukturen übernehmen, während sie sich irgendwie Feminismus mit Lippenstift auf eine Cola-Dose drauf. Das passiert im Kapitalismus, ja. Und ich glaube, wenn wir über Care-Arbeit reden, müssen wir uns darauf nochmal besinnen. Weiter geht's mit einem Quiz. Für die richtige Antwort gibt es jeweils einen Punkt. Quizfrage Nummer 1. Seit wann ist Care-Arbeit kein Beruf mehr? A. Seit dem 17. Jahrhundert, B. Seit dem 18. Jahrhundert oder C. Seit dem 19. Jahrhundert? Du hast auch schon? Ich würde dir nicht helfen, wenn du bei mir guckst. Jo. Okay. Sollen wir umdrehen? Mhm. Super. A, B oder C? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich meine, ich hätte das, hab das im Kopf, dass es erst im 19. Jahrhundert Änderungen gab. Aber ich kann mich auch täuschen. Ann-Kathrin hat recht. Antwort C ist richtig. Seit dem 19. Jahrhundert gilt Care-Arbeit nicht mehr als Beruf. Mit der Industrialisierung verlagerte sich die Arbeit von zu Hause in die Außenwelt. Männer gingen arbeiten, während Frauen zu Hause blieben und unbezahlte Hausarbeit leisteten. Die Ehefrauen übernehmen notgedrungen viele Aufgaben selbst. Die unbezahlte Hausarbeit ist geboren. Mareike hat 0 Punkte. Ann-Kathrin und Mathea haben beide einen Punkt. Neue Runde. Dreht den Tisch. Care-Arbeit ist freiwillig und zu Recht unbezahlt. Stimmt ihr zu? No way. Nein. Ich auch nicht. Ich finde vor allem, dass Care-Arbeit komplett ungerecht ist. Und ich habe auch das Gefühl, desto weniger Geld man für die Care-Arbeit bekommt, wenn es ein Job ist, wie zum Beispiel Putzen oder sowas, desto eher finden sich dort Menschen und vor allem Frauen, die illegalisiert in Deutschland leben oder in Geflüchtetenstatus hier sind oder als Asylantinnen oder eben einfach einen Migrationsvordergrund haben. Und wenn zum Beispiel Menschen oder Frauen hierher fliehen, und im Asylstatus sind, die dürfen ja nicht arbeiten. Das heißt, wenn sie irgendwie überleben wollen, müssen sie ja trotzdem arbeiten. Und da gibt es halt, weil in Deutschland da eine große Lücke ist, arbeiten sie natürlich in der Pflege. Die gehen natürlich putzen, machen sämtliche Arbeiten illegal. Und das ist absolut nicht freiwillig. Genau, und sorgen dann dafür, dass andere Menschen eben sagen können, ja, es ist total freiwillig, ob ich Mutter werde oder nicht. Weil auch das ist natürlich erstmal auch eine privilegierte Entscheidung, zu sagen, ich habe jetzt die Ressourcen, ich habe die Partnerinnen und Partner, zu sagen, ich möchte jetzt selbstbestimmt Mutter werden, kann mir das auch leisten. Also ja. Kinder zu haben ist ja auch ein Armutsrisiko, alleinerziehend zu sein ist ein Armutsrisiko.
Und ich würde auch gerne nochmal auf diese Freiwilligkeit zurückkommen, weil du gesagt hast, ja, es ist wichtig, auch Perspektiven reinzubringen, die nicht so privilegiert sind. Um das konkret zu machen, ich bin zum ersten Mal Mutter geworden, auch freiwillige Entscheidung mit einem Partner zusammen. Es war von vornherein klar, wir teilen uns die Care-Arbeit so gleich, wie es geht. Und dann kam dieses erste Kind schwerbehindert zur Welt und wir mussten es 4,5 Jahre pflegen. Und das hieß 24/7 Pflegedienst. Ich bin Krankenschwester geworden, ich bin Notärztin geworden, Putzfrau zu Hause war ich ja sowieso. Und stand an diesem Pflegebett, konnte nicht mehr erwerbsarbeiten, hatte überhaupt gar keine persönliche Entscheidungsfreiheit mehr. Und das ist ja nicht die Mutterschaft, die sich die meisten Menschen vorstellen. Und ich finde einfach total wichtig, wenn man über Care-Arbeit, über Fürsorge spricht, eben auch diese ja, Lebensrealitäten von vielen Menschen, die eben nicht sichtbar sind, einzubringen. Hattest du das Gefühl in dieser Situation, als das sich bei euch so entwickelt hat, dass ihr politisch sozusagen und systematisch aufgefangen wurdet? Du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, alle Eltern, die Kinder bekommen, die behindert oder nicht gesund sind, sind natürlich erstmal so total perplex, überfordert mit allem. Aber dann kommt eben noch der viel wichtigere Teil dazu, die Bürokratie. Das denke ich mir nämlich. Dass du von allen Seiten ja eben merkst, auch das Kind ist eigentlich nicht so, wie die Gesellschaft es will. Mhm. Und da kommt dieser Kapitalismus auch wieder ins Spiel. Das wird halt kein Leben führen, das Leistung in der kapitalistischen Gesellschaft bringt. Und das merkst du eigentlich sofort. Und es gibt auch nicht wirklich irgendwie Lösungen dafür. Und das nächste ist aber auch, dass man auch Arbeit zum Beispiel macht zu Hause, die gar nicht bezahlt wird, die dann aber deswegen gar nicht als Arbeit gesehen wird. Ja. Weil wenn du in einer Leistungsgesellschaft irgendwie keinen Mehrwert für, sage ich jetzt mal, das Kapital produzierst, bist du nichts wert, bist du wertlos. Ja. Deswegen bin ich persönlich ja auch sehr großer Fan von einem Care-Streik, weil ich glaube, dass das alles ändern würde, wenn man an einem Tag, von mir aus auch eine Woche, einfach wenn alle Care-Arbeitenden streiken würden. Was aber natürlich nicht geht, weil Care-Arbeitende ja verantwortungsbewusste Personen sind. Und systemrelevante Aufgaben ausführen. Ich glaube, wenn sämtliche Frauen die Care-Arbeit machen und auch Menschen, die zu Minderheiten gehören, die Care-Arbeit machen, die komplett unterbezahlt ist, wo sie auch permanent diskriminiert werden und auch Rassismus erfahren, ich glaube, dass ganz Deutschland komplett zusammenbrechen würde. Neues Glück beim Quiz. Wieder ein Punkt pro Person bei der richtigen Antwort. Was denkt ihr, wie hoch ist der Anteil von Sorgearbeit an der Wertschöpfung der deutschen BIBPs? BIP. Das BIP zeigt an, was in Deutschland in einem bestimmten Zeitraum wirtschaftlich geleistet wurde. Antwort A wäre 19%, Antwort B 29%, Antwort C 39%. Antwort C ist richtig. Unbezahlte Haus- und Sorgearbeit machen 35% mehr Zeit aus als bezahlte Erwerbsarbeit in Deutschland. Sie tragen 987 Milliarden Euro zur Wirtschaft bei, was 39% des deutschen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Dieser Beitrag wird jedoch nicht im BIP berücksichtigt, was die Unterbewertung dieser Arbeit zeigt. Damit haben alle einen Punkt gewonnen. Somit steht es ein Punkt für Mareike und 2 Punkte für Mathea und Ann-Kathrin. Und jetzt seid ihr gefragt, sollte Care-Arbeit bezahlt werden? Schreibt's in die Kommentare. Ab geht's! Dritte und vorletzte Runde. Soziale Gerechtigkeit ist ohne bezahlte Care-Arbeit unmöglich. Was denkt ihr? Fragezeichen. Solange wir im Kapitalismus leben, also einer Gesellschaftsform, die Geld und Profit und höher, schneller, weiter ganz oben hat, kann es nicht gerecht sein, wenn die Menschen, die Care-Arbeit machen, keine Bezahlung dafür bekommen. Nein, also ich finde zum Beispiel auch, dass quasi Care-Arbeit, wenn wir jetzt so ein bisschen auf meine Thematik gehen. Wir haben jemanden mit Kindern zum Beispiel oder auch ein klassisches Paar sozusagen. Da würde ich mir auch noch ein paar Änderungen wünschen, muss ich euch ehrlich sagen. Also zum Beispiel Besteuerung, Ehegattensplitting, solche Themen. Also es kann nicht sein, dass in Deutschland gut ausgebildete Frauen, die entweder eine tolle Berufsausbildung haben, dass die quasi... Was ist eine tolle Berufsausbildung? Ich führe es gerne aus. Es geht darum, dass Frauen unterbezahlt arbeiten,
in teilweise Minijobs, weil aufgrund von Besteuerung in unserem Land und einer Ehegattensplitting-Regelung es keinen Sinn macht, mehr zu verdienen. Weil, ich weiß nicht, ob du dir das was sagst mit dem Ehegattensplitting. Auf jeden Fall. Perfekt, super. Das heißt, das finde ich, das darf halt auch nicht sein. Ich würde dir in dem Punkt gerne widersprechen, dass das einzig und allein daran liegt, weil es liegt ja an ganz, ganz vielen anderen Dingen. Es liegt zum Beispiel daran, dass wir den Gender Pay Gap haben, also dass Menschen je nach Geschlecht einfach anders bezahlt werden. Dann haben wir einen Class Pay Gap, das heißt, dass Menschen, die jetzt nicht irgendwie aus der Mittelschicht oder Oberschicht kommen, sondern vielleicht zum Beispiel in einer armutsbetroffenen Familie aufgewachsen sind, auch später, selbst wenn sie den sozialen Aufstieg geschafft haben, sehr, sehr viel weniger Geld bekommen. Das heißt, auch da ist dann ja, das ist ja nicht ein Zufall, dass jetzt der Typ in einer heterosexuellen Partnerschaft mehr verdient und sich für die Frau das nicht lohnt, sondern das liegt ja eben an diesen ganzen strukturellen Ungerechtigkeiten. Wir haben so viele Sollbruchstellen in unserem System, die gekittet werden müssen, um dann ein großes Ganzes sozusagen. Ich glaube, unser ganzes System ist verfault. Das war vorhin eigentlich eine tolle Steilvorlage in der Maske. Was denn? Dass du mich gefragt hast, ob ich in Berlin übernachte. Und ich habe dann gesagt, nee, ich fahre zurück, weil meine Mutter passt auf meinen Sohn auf und ich muss ihn nachher abholen. Und dann hast du gesagt, musst du das Kind immer abholen? Weil die Fragestellung war, musst du das machen? Und das ist nicht mein Punkt, weil ich will das machen. Ich freue mich über die tolle Runde mit euch. Und ich kann es kaum erwarten, später meine Stiefel anzuziehen, meinen Mantel überzuschmeißen und zu meinem Kind zurückzufahren. Und dann quasi heute Abend nur Mama zu sein. Und wenn er dann im Bett ist, dann bin ich auch wieder Unternehmerin, kümmere mich um meine Arbeit. Aber ich schätze diese Zeit mit meinem Kind wirklich sehr. Und das ist zum Beispiel auch, um den Bogen zur Care-Arbeit zu schlagen, auch etwas, was systematisch, finde ich, verändert werden sollte und muss, dass der Alltag einer Familie nicht nur aus Care-Arbeit und Erwerbsarbeit besteht. Und wo ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass viel mehr Zeit auch bleibt, einander zu genießen. Und dann würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass innerhalb von Familien und Strukturen und Verbindungen und Freundschaften und viel mehr Wertschätzung passiert. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mich bis jetzt bewusst gegen Kinder entschieden, obwohl ich Kinder wahnsinnig liebe, weil ich einfach in einem komplett prekären Business unterwegs bin und nie weiß, ob das Geld ausreichen wird oder nicht. Und ich hätte überhaupt Angst, schwanger zu werden, weil es überhaupt gar keine Sicherheit gibt. Und das Nächste ist natürlich, dadurch, dass wir in einer patriarchalen Welt leben, ist es, ich glaube auch, wenn, sag ich jetzt mal, wenn man sich jetzt entschließt, mit einem männlichen, heteronormativen Cis-Mann ein Kind zu bekommen, mag da auch Judith Butler und whatever gelesen haben. Ich glaube nicht, dass es in heteronormativen Beziehungen Gleichberechtigung gibt. Mhm. Auch nicht bei Männern, die sich Feministinnen nennen. Mhm. Und irgendwie ein Mann, auch ein empowerter Mann, der lernt ja erst durch die Beziehung dann auch seine ganzen blinden Flecke. Ja, durch deine Care-Arbeit. Ja, also dass man das dann auch erklärt, immer wieder. Und dadurch kann er sich dann weiter fortbilden. Und es braucht super viel Energie, das dem immer wieder zu erklären. Was machst du, liebe Matthias? Ich weiß das nicht. Ich bin Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Spannend. Okay, ich wusste das nicht. Ich finde diesen Punkt total wichtig, den du gerade gebracht hast mit dem, ich mache das total gerne. Es erinnert mich an ein Zitat von der Autorin Silvia Federici, die sagt, sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Und ich glaube, dass da total viel drin steckt, weil da natürlich auch zeigt, wie unsere Gesellschaft mit Care-Arbeit umgeht. Also gerade jetzt im Bereich von Mutter zu Kind, das ist ja einfach, es wird davon ausgegangen, dass wir das gerne machen und zwar immer und mit vollem Herzen. Und ich zum Beispiel möchte ganz oft mit meinem Kind sein, aber ich möchte nicht von der Gesellschaft dazu genötigt werden. Nee. Bevor es in die finale Runde geht, ein letztes Mal eine Quiz-Time. Bei der richtigen Antwort gibt es wieder einen Punkt. Quizfrage 3. Wie viele der deutschen Haushalte beschäftigen eine Haushaltshilfe? A. 1,2 Millionen, B. 3,3 Millionen, C. 5,4 Millionen. Sollen wir umdrehen? Also ich muss erklären, was ich aufgeschrieben habe. Guck mal, wie lustig jeder Also ich habe aufgeschrieben C+, das bedeutet, also
ich denke, dass es noch mehr sind als C, aber eben nicht angemeldet. Und angemeldet habe ich A gesagt. Ich sag auch A, angemeldet. Aber ich glaube, dass das 4-5-fache ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich tatsächlich so ein bisschen geraten habe. Ich habe da gar keine Dimension gerade, deswegen habe ich einfach die goldene Mitte gewählt. Antwort B ist richtig. Rund 3,3 Millionen Haushalte in Deutschland beschäftigen gelegentlich oder regelmäßig eine Hilfe. Mareike hat weiterhin einen Punkt, Mathea 2 und Ann-Kathrin führt mit 3 Punkten. Und jetzt die finale Runde. Wer sich am besten in die Hauptargumente der Person hineinversetzt, die links neben ihm sitzt, kann nochmal 3 Punkte zusätzlich gewinnen. Ist Care-Arbeit Arbeit? Ann-Kathrin fängt an und versetzt sich in Mathea hinein. Also meine Wahrnehmung von deinen Argumenten ist zum einen, dass wir nicht nur ein problematisches System haben, sondern dass das gesamte System eigentlich einer Überholung oder einer kompletten... ich wollte gerade sagen, also wir brauchen eigentlich einen Urknall. Der Feminismus ist dir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass du da auch wirklich sehr, sehr, sehr starke Grundstrukturen dir geschaffen hast, die du auch wirklich lebst. Und das konnte man auch in der Diskussion ganz, ganz stark merken. Und dann hast du natürlich einen persönlichen Zusammenhang auch mit unserem heutigen Thema der Care-Arbeit, dadurch, dass eben nicht nur selber mit Ängsten begleitet, sondern du natürlich auch noch einen familiären oder einen persönlichen Hintergrund dazu hast. Ich sag dir jetzt einfach mal diese 3 Punkte. Ja. Ich glaube, dass solange wir im Patriarchat leben, wird Care-Arbeit niemals gerecht sein. Dann war der zweite Punkt, dass Care-Arbeit auch Arbeit ist, wenn es nicht bezahlt wird. Und der dritte Punkt war, dass je niedriger die Arbeit bezahlt ist, desto eher findet man dort Menschen, die außerhalb des gesellschaftlich normierten Kreises leben. Voila, kriegst du 3. Ann-Kathrin bekommt 3 Punkte. Jetzt ist Mathea dran. Also von der persönlichen Geschichte glaube ich, dass soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit Ökonomie sehr, sehr wichtig für dich ist und auch, dass man richtigerweise auch eine Anerkennung für die Care-Arbeit, die man zu Hause macht, die für andere unsichtbar ist, auch bekommt. Also grundsätzlich, du hast feministische Ansätze, du hast kapitalismuskritische Ansätze, auch weil du Federici vorhin nochmal zitiert hast. Ja, also alle Sachen waren da drin, einfach nur anders formuliert. Und das ist aber, finde ich, genau richtig. 3 Punkte. Mathea bekommt 3 Punkte. Nun ist Mareike dran. Also ich glaube, eins deiner wichtigen Argumente ist vor allem in Bezug auf Mutterschaft und Care-Arbeit, dass die meisten Leute sich das freiwillig ausgesucht haben und das auch wichtig ist in der Ausgestaltung, also dass man sich irgendwie vorher auch schon Gedanken macht, wie kann man das aufteilen. Und gleichzeitig hast du dann aber auch nochmal schon auch gesehen, dass das auch eine privilegierte Position ist, aus der du sprichst. Und ich würde sagen, dass deine Argumente schon aus deiner eigenen Position kommen. Und dann wäre vielleicht auch noch ein Argument von dir gewesen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und eine Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Ich würde einen Punkt, den ich quasi auch gar nicht so in der Runde jetzt rausgelassen habe, deswegen konntest du ihn auch gar nicht nennen. Okay. Mein Punkt ist zum Beispiel, und das ist vielleicht für dich auch tatsächlich spannend, dass ich sage, ich darf feministische Meinungen haben oder Ansätze und trotzdem darf ich ein klassisches Rollenbild als Mama leben. Weil häufig wird Feminismus sehr radikal benutzt. Trotz dessen würde ich dir die 3 Punkte geben. Danke dir. Mareike bekommt 3 Punkte. Damit ist Ann-Kathrin unsere Gewinnerin und bekommt jetzt eine warme Dusche voller Komplimente und eine exklusive Minute Redezeit nur für sich. Also erstmal finde ich es cool, dass du heute Morgen so früh aufgestanden bist, um heute mit uns zu sprechen. Also richtig, richtig früh. Danke dafür. Und ich fand besonders angenehm, auch wenn wir bestimmt uns an einigen Punkten noch richtig streiten könnten, wenn wir wollten, dass du offen bist für Kritik, für nochmal weiter drüber nachdenken, vielleicht nochmal von einer anderen Perspektive gucken. Das finde ich total wichtig, dass man offen bleibt. Und ich habe dich als total offen erlebt. Nur so wächst man, denke ich. Voll. Ja, danke.
Jo, ich spüre hier Revoluzzer-Schwingungen, RevoluzzerInnen-Schwingungen. Ich glaube, dass du die nächsten Revolutionen in Deutschland, was Arbeitswelt etc. etc., Feminismus, intersektionalen Feminismus anführen. Das ist jetzt meine spekulative Theorie, auf die ich hinhoffe, weil ich glaube, dass du super viel Energie hast. Danke. Und sehr gut strukturieren kannst und dass du auf jeden Fall da so eine Struktur in so eine Revolution, in die zukünftige Revolution anführen könntest. Danke. Abschließend an diese schöne Runde möchte ich einfach noch einmal appellieren, dass es mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir Care-Arbeit nicht nur anerkennen, sondern so wie ich es auch im gesamten Gesprächsverlauf immer wieder eingebracht habe, noch viel mehr wertschätzen, monetär, aber auch zwischenmenschlich. Wir haben sehr viele Lücken und Sollbruchstellen und da ist tatsächlich sehr viel Nachholbedarf und ich freue mich über den schönen Austausch, den wir heute hatten und würde mich freuen, wenn wir da tatsächlich in den nächsten Jahren eine bessere Entwicklung und eine deutliche Entwicklung für Anerkennung, Wertschätzung und monetäre Vergütung für Care-Arbeit schaffen könnten. Okay, hat mich gefreut. Ich habe mich riesig gefreut. Danke für die schöne Runde. Danke euch. Danke euch, mein... Perfekt. See you. Jetzt wieder so. Und wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, schaut einmal hier. Und hier unten geht es zum Unbubble-Kanal.